Leute, das wird das best public viewing ever mit uns. Hallo ihr Lieben draußen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist Sonntag und das Wetter ist so lala irgendwie. Und ja, so super warm ist auch nicht, aber ich renne trotzdem im Bikini rum. Wir gehen heute auf die Ice Age Premiere mit Markus. Die Oma kommt gleich und holt die Frieda ab. Die macht sich einen bunten. Und jetzt räume ich erstmal noch Friedas Kinderzimmer auf. Wir räumen allgemein ein bisschen auf, frühstücken und so weiter und so fort. Und ich nehme euch natürlich mit. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Bis dann. Markus ist jetzt im Kinderzimmer mit Frieda und spielt ein bisschen mit ihr. Mein Video ist gerade online gegangen. Und zwar mein 5 Secrets Video und es kommt sehr gut bei euch an. Also ich hatte wirklich Schiss, wie ihr darauf reagieren werdet, weil es halt wirklich sehr private Sachen sind, die ich da gesagt habe. Ich werde mich gleich mal an den Laptop setzen, eure Kommentare beantworten. Aber jetzt muss ich erst mal was essen, weil ich echt mega am Verhungern bin. Ja, genau, ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, aber ich probiere immer zeitnah, wenn das Video online gekommen ist, mich auch an den Laptop zu setzen und eure Kommentare mit zu beantworten. Also wenn ihr jetzt mein Video gerade seht, dieses hier, werde ich höchstwahrscheinlich auch gerade in den Kommentaren aktiv sein. Also schreibt ruhig was rein und dann können wir ein bisschen quatschen. Ich habe gegessen. Hab Kommentare beantwortet und häng jetzt Wäsche auf. Und? Das ging jetzt tatsächlich doch schneller als gedacht. Jetzt kam gerade der Opa und hat die Frieda abgeholt. Und ich mache mir jetzt erstmal meinen Kaffee. Ich wusste gar nicht, was ich jetzt anziehe zur Ice Age Premiere. Ist jetzt auch nicht so super schick, aber es ist jetzt auch mittags. Also ich möchte jetzt kein Kleid, kein Abendkleid anziehen. Deswegen habe ich jetzt einfach eine schwarze Hose und ein weißes Shirt. Und dazu werde ich meine Toms anziehen. Wo ist denn meine Kaffeetasse? Ein bisschen laut, aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Ich finde es einfach richtig cool, dass mein Video so gut bei euch ankommt. Nicht wegen den Klicks und nicht wegen irgendwie, keine Ahnung, wegen Geld verdienen oder so, keine Ahnung. Sondern einfach, also da fehlen jetzt Worte wie warmherzig und authentisch. Und das sind halt so Sachen, die ich halt einfach wirklich gerne höre. Also jetzt nicht in dem Sinne, sondern so Fishing for Compliments. Sondern einfach, weil es mich halt einfach auch freut, wenn ihr mich besser kennenlernen könnt. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, also weil ich weiß ja, wie ich bin und alle meine Freunde wissen, wie ich bin, aber ich weiß ja gar nicht, dass, so wie ich es rausfilter aus meinen Videos, also was ich da zusammenschneide, wie ich da wirke, also das weiß ich ja nicht, also was ihr für ein Bild von mir habt und dass jetzt einige geschrieben haben, dass es krass ist, was halt noch hinter der Fassade steckt, was ich halt einfach schon alles erlebt habe und dass es euch halt einfach nochmal so ein Stückchen näher an mich heranbringt, freut mich halt irre viel. Und ich kann euch sagen, es gibt noch wirklich, wirklich viel, viel mehrere Sachen, ne? Es gibt wirklich noch viel mehr Sachen, die ich euch erzählen könnte, wo ihr sagen würdet, krass. Und ich bin aber auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich habe auch schon ziemlich viel Mist gebaut in meinem Leben. Und aber wichtig ist, dass man die Kurve bekommt, ne? Und dass man sagt, hey, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich vor allem nicht will. Und das dann irgendwie einfach umzusetzen und zu sagen, hey, ich weiß nicht, was morgen ist. Es kann morgen vorbei sein. Ich kann einen Schlaganfall haben, ich kann vom Auto überfahren werden, ich kann, keine Ahnung, dann will ich irgendwie, also ich kann es ja wahrscheinlich eh nicht mehr sagen, aber dann will ich nicht sagen, oh, hättest du mal gemacht, hättest du diesmal gemacht, hättest du das mal gemacht, keine Ahnung. Sondern dann kann ich sagen, hey, okay, ich habe auf jeden Fall gelebt. Ich habe ein cooles Leben gehabt, ich habe Spaß gehabt, ich habe das gemacht, worauf ich Bock habe und ja, genau. Ich habe immer gesagt, ich will nicht irgendwann am Fenster sitzen, mit einer Decke unterm Arm und dann den Kindern da, die Kinder vom Rasen scheuchen und sagen, oh Mann, das ist alles Kacke im Leben. Sondern ich will sagen, hey, das war ein richtig geiles Leben. So, jetzt können wir uns zurücklegen, jetzt haben wir hier ein geiles Leben. Und einfach, ich will meinen Kindern und meinen Enkelkindern später von meinem coolen Leben erzählen und nicht von meinen negativen Sachen, die ich erlebt habe. Also klar sind die wichtig. Ich finde auch, man muss negative Sachen im Leben erleben. Weil erst dann weiß man die positiven Dinge besser zu schätzen. Und genau,
Das wollte ich euch noch kurz sagen. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Übrigens, an alle, die ihren Kaffee so ein bisschen süßer trinken, ich habe mir jetzt von MyProtein die Flav Drops bestellt. Mein absoluter Favorit ist White Chocolate Flavor und Vanilla. Zwei Tropfen reichen. Das ist die kleine Packung. Ich finde, die ist unendlich. Da ist unendlich viel drin. Gerade in dem Bewusstsein, dass hier nur zwei Tropfen immer in den Kaffee reinkommen, finde ich super. My heart inside a box, threw away the key. Ach, es war wieder so klar. Ich habe die Einladung verlegt. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gesucht. Aber jetzt muss ich nur noch meine Jacke anziehen, dann geht's los. Wenn ich dich nicht hätte. So, ich brauche noch meine Jacke. Egal. Hab ich Pech. Gut, das ist halt der Retter in meiner Not. Danke, das ist meiner Garderobe. Ja, den Akku dazu. Also, ich bin mal gespannt, was ihr jetzt sagen wolltet. Ich bin ja der Meinung, dass wir da heute nicht reinkommen. Jetzt sind, glaube ich, die Anmeldungen für Gäste findet in 10 Minuten statt. Und wir brauchen noch 50 Minuten hin. Einlass ist, wenn wir ankommen, ist Einlass. Also ich. Dann geh ich mal schön essen. Ja, darauf freue ich mich auch mehr. Ice Age ist nicht so. Also eigentlich guck ich wahrscheinlich mehr Animationsfilme als du. Ja, nein. Eigentlich sollte auch Jule mitkommen. Jule hatte dann aber doch keine Lust. Deswegen Markus meine zweite Wahl. Ja, ich war sogar die dritte Wahl, glaube ich. Oder? Ja. Egal. Oder macht der. Du bist aber auch riskant mit meiner Kamera. Er macht so hier, ne? Wir sind in der S-Bahn. Also wenn jemand in Berlin seid, schaut euch unbedingt Friedrichsfelder Ost an. Das ist mit der schönste Stadtteil in Berlin. Wir können auch über Berlin laufen. Ja, genau. Berlin ist genauso assi. Sogar noch mehr. Außerdem, ich war schon oft in Düsseldorf und kenne auch die Ecke. Ja, Markus entschuldigt sich gerade. Warte mal, ich zeig dir mal. Ich habe auch viele Freunde in Düsseldorf. Also, ja. Warst du aber schon mal in der Altstadt? Ja, aber nur am Tag. Ach so. Und ich hatte eigentlich immer so, dass, oder ich finde Düsseldorf eher schickimicki als jetzt Assi. Krass, ich habe vorher das andere hundertprozentige Gegenteil gefühlt. Düsseldorf. Aber feiern können sie, die Düsseldorfer. Das geht in Berlin auf. Ich muss mich nochmal entschuldigen. Guck mal, essen. Liebes Düsseldorf, es tut mir leid, dass ich euch beleidigt habe. Aber in dem Moment habe ich einfach so empfunden. Aber ich gebe Düsseldorf eine zweite Chance. Also. Düsseldorf. Was essen wir heute? Was essen wir heute? Weißt du, wo lang? Ja. Weißt du, an was mich das erinnert? Weißt du, letztes Mal, als wir hier waren, so kurz mal gefragt, wo wir voll falsch waren? Ja, stimmt, auch zu so einer Kinopremiere. Ja. Aber da standen wir. Ja, und da haben wir den Film nicht gesehen. Stimmt. Und da oben? Geradeaus. Ja. Guck mal, was da dran steht. Sony Center. Ich kenne mich ja echt null aus. Ey. Echt? Meine Skaterzeit. Ja, da war ich doch mal mit dir damals. Ja, hier hast du dich hingepackt. Ja, habe ich mir die Schulter ausgekugelt oder so. Und jetzt gibt es erstmal ein paar, ich hoffe, ein bisschen Popcorn und was zu trinken. Man sieht mich gar nicht, wenn ich nur nicht bin. Ich bin so klein. Wir sitzen jetzt im Kino und ich darf bestimmt gleich nicht mehr filmen, weil gleich die Vorstellung losgeht. Markus hat nämlich ein neues Spiel fürs Handy entdeckt und zwar heißt das Brain It On. Jetzt komme ich gerade nicht weiter. Ja.
Ja. Ein kleiner Sneak Peek. Alles wartet auf den Herr Walkes. Oh! Das ist der Ben, wa? Ist das eigentlich die Weltpremiere von Ice Age 5 ist? Die absolute Weltpremiere heute. Der absolute Knaller. In Berlin. Hallo Berlin! Hallo Otto! Wir sind fertig. Wir haben jetzt den Film angeguckt und Markus muss das Urteil sprechen. Achso, ich muss das Urteil sprechen. Ja, aber ich bin kein Animationsfilmgucker, deswegen. Genauso gut wie der erste Teil. Also wenn man den ersten Teil mochte, wird man den auch mögen. Und ja, war witzig. Ich fand's sehr lustig, weil die mit der 3D, mit der, es war ja mit einer 3D-Brille. Und wo willst du denn hin? Na, zum Mülleimer. Achso. Weil mit der 3D, also es war halt super cool animiert. Also das muss man schon sagen. So 3D-mäßig kam schon richtig cool rüber. Ja. Also das hat mir gut gefallen. Und genau, wir haben noch ein Goodiebag bekommen, also jeder eins. Zeige ich euch. Da sind Zahnbürsten drin. Das war so niedlich. Da waren so ja, viele Kinder im Kino. Und die haben sich so über die Zahnbürsten gefreut. So von wegen, Mama, guck mal, endlich Zahnbürsten. Das war so niedlich. Genau, und jetzt gehen wir. Wo gehen wir jetzt hin? Zum Teil. Zum besten Teil in Mitte. Ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Wohin fahren wir jetzt? Wir fahren jetzt mit der U2 nach Rosenthaler Platz. Und dann gucken wir mal, was es da gibt. Ich habe nämlich Bock auf Partei. So we missed. Vorschlag hat erst ab 5 Uhr offen und es werden jetzt 40 Minuten, die wir warten müssten. Also gehen wir woanders hin. Aber Markus ist ja der Google King. Ich wollte sagen, ich nehme einmal Sonnenrollen und einmal dem so. Taiwan. Dim Sum. Wie isst man das denn, Leute? Wir haben's schon mal, aber bei uns waren die ein bisschen anders, die Dinger, ne? War ein bisschen kleiner. Die haben die noch nicht gegessen. Ja, haben wir. Ach ne, dann war ich alleine mit Dings da. Mit, wie hieß er, Elvin Chai. Kannst du dir an Elvin noch erinnern? Mit der hat mir das eingeflößt. Mitbekommen, dass heute Deutschland spielt. Und es wurde schon so geschehen. Ja, und es steht 1-0. Für uns. Ist ja quasi für uns. Wir haben ein Tor geschossen. Jürgen sagt immer so, ihr redet mal von wir. Ich habe noch keinen von euch auf dem Platz gesehen. Ich glaube, wir sind auch die einzigen Menschen, ARD, die nicht auf dem ersten Gedanken wissen, wo Fußball überstrahlt wird, wollte ich gerade sagen, ausgestrahlt wird. Wir sind schon überstrahlt. Ja, du, Markus, wo ist du. Denn hier RTL? Oder kommt ich noch ZDF? Da steht irgendwas mit Utter. Ja, dann machen wir ZDF, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auf dem ersten. Nee, der erste ist ARD, das habe ich doch hier, da ist nichts. Also ZDF. Das Spieker ist gar kein Fußball, kann das sein? Die haben uns alle verarscht. Das ist bestimmt ZDF. So Leute, das wird das best public viewing ever mit uns.
Dorf, nein. Aber ich weiß, dass die Weißen die Deutschen sind. Das ist doch schon mal was. So Leute, ich wollte euch noch zeigen, was ich bei Zara bestellt habe. Und zwar, fangen wir mal an. Also bei Zara war ja gerade Sale. Und ich habe natürlich erst morgen die normale Bestellung gemacht und ab abends war dann Sale. Fail. Sale Fail. Das war ein richtiger Fail. Aber ich habe hier einmal so eine Strickjacke, die hat hier so Patches an den Ärmeln in der Größe 98. Und die war jetzt, ich weiß nicht, ob das heruntergesetzt ist. Nee, das ist der normale Preis. Die hat 19,95 gekostet und runtergesetzt auf, keine Ahnung. Und dann habe ich einmal so Schuhe, wollte ich für Frieda holen. Die wollte ja unbedingt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in meinem Barcelona-Vlog, ich verlinke euch den mal da, wollte sie so Glitzerschuhe haben. Und seitdem laufe ich rum und suche halt schöne Glitzerschuhe. Und da habe ich diese hier gefunden, auch bei Zara. Aber die sind leider zu klein. Das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schade. Ich habe die jetzt in der 22 bestellt, weil ich finde die halt wirklich schön. Die sind halt so voll mit so einem Blumenmuster und hier kann man halt so klettverschlussmäßig aufmachen. Und hinten glitzern sie halt. Ja, jetzt wollte ich sie online nochmal nachbestellen, weil die Frieda die so schön findet und auch meinte, nein, nicht zurückschicken. Aber sie sind ausverkauft. Ja. Jetzt probiere ich noch in irgendeinem Shop. Also wenn ihr die noch bei euch irgendwo seht, schreibt mir das mal bitte runter in die Kommentare. Ich brauche sie ungefähr in der 23 für die Frieda. Dann habe ich noch bestellt dieses süße Kleidchen. Das ist ein ganz luftiges Kleidchen. Ich würde sagen, es ist 100% Baumwolle. Oh, eine gute Torchance. Ja, 100% Baumwolle. Das ist also wirklich ein ganz leichtes Kleid und Frieda steht halt, finde ich, blau sehr gut und das sitzt halt sehr luftig. Dann, was haben wir denn noch? Dann habe ich für sie noch so eine kleine kurze Hose. Die habe ich auch in einer 98 bestellt. Die hätte ich aber, glaube ich, auch noch eine Nummer größer nehmen können. Aber ich denke mir halt, bis der Sommer vorbei ist, solange passt auf jeden Fall noch diese Größe. Dann habe ich hier noch so einen Pullover, schon für Herbst. Den fand ich ganz süß. Streifen, finde ich, gehen immer. Der könnte mir auch locker schon passen, ne? Das ist Wahnsinn. Dann habe ich noch hier so ein Kleidchen. Das ist für den Urlaub jetzt. Das war auch runtergesetzt, das war sehr günstig, ich glaube 4 Euro oder so. Ich habe natürlich noch den Originalpreis bezahlt, ist ja egal. Auf jeden Fall, das sitzt halt auch super, super luftig. Und dann habe ich hier noch ein kleines Shirt mit so kleinen Pompons drauf. Das fand ich auch sehr, sehr niedlich. Und die haben hier auch so eine kleine Ärmchen, dadurch ist es halt super luftig. Und auch so der Stoff ist sehr luftig und ich fand es halt einfach ganz schön auch zu der Hose. Das sieht ganz schön aus. Und das letzte, was ich geholt hatte, war jetzt für den Herbst auch schon so ein kleiner Parker, wo man das Innenfutter rausnehmen kann. Das ist hier ganz süß gelöst, hier mit so Knöpfen kann man das rausnehmen. Und ansonsten ist es halt ein Parker, den der Frieda jetzt schon ganz gut passt. An den Armen natürlich ein bisschen lang, aber haben wir jetzt umgekrempelt. Und genau, habe ich letztes Jahr enorm viel gesucht, aber nicht gefunden, beziehungsweise keinen gefunden, der mir halt gefallen hat. Und der war jetzt runtergesetzt von 36 auf 20, glaube ich. Und da habe ich dann sofort zugeschlagen, auch in der 98. Genau, ich fand es halt schön, dass man das Innenfutter rausnehmen konnte. Und ja, jetzt kann ich die Sachen auch endlich weglegen, weil ich habe die jetzt extra noch in dem Karton gelassen, damit ich sie euch zeigen kann. Ja, das war's. Wir chillen jetzt noch ein bisschen und genießen. Achso, warte, ich wollte euch ja schnell das Goodiebag zeigen aus dem Kino. Also als allererstes haben wir... Riecht auf jeden Fall ein bisschen chemikalisch hier. Oh, ich glaube, das wird Frieda schön finden. Ja. Diese Tasse dazu. Dann gibt es, wie schon angekündigt, Zahnbürsten. Kinder Joy. Und das, was Frieda wahrscheinlich am allermeisten gefallen wird, ein großer Sticker. Und diesen wunderbaren Beutel. Ist der nicht wunderschön? So, also wir entspannen jetzt noch mal ein bisschen, ne, Markus? Ich freue mich übrigens schon auf die Frieda. Ich habe schon zu Markus gesagt, gerade wenn wir jetzt immer, wo die jetzt die ganzen Kinder da waren und so und auch im Kino, da denkt man immer an die Frieda und an sein eigenes Kind halt, dann vermisst man sie immer doppelt so dolle. Frieda ist wieder da und wir waren gerade alle zusammen duschen und jetzt laufen wir alle nackig durch die Wohnung. Mama, ich frisch
Frühstück gegessen. Frühstück isst man abends nicht. Was isst man abends? Ich weiß nicht. Abendbrot, ne? Ja. Abendbrot ist aber Oma gegessen. Ich wollte aber meine Mama. Du bist eine Quatschnase. Und was machen wir jetzt, Frieda? Weißpflanze. Da fängt die eben unter der Dusche an zu singen. Alle meine Entchen schwimmen auf Klosett. Im Klosett. Im Klosett. Und ich so, hä? Was ist denn das hier? So, ich mach mal hier Licht aus. Und ups, ich will da nicht reinfilmen, weil die sind alle nackig. Ja, ich mache jetzt hier aus, weil wir sind schon richtig müde, weil wir sind relativ früh aufgestanden. Frieda hat wieder so unruhig geschlafen. Wo ist denn die Fernbedienung? Ups, da war ja mein nackiger Kind. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte noch was sagen. Ich bin so verwirrt heute. Ja, war nur ein kurzer Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Machen wir nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war, wie gesagt, nicht so lang. Aber wir haben auch nicht so viel erlebt. Wir hatten ja kinderfrei ab 12. Und dann waren wir bei der Premiere. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und wenn ihr noch Langeweile habt, dann klickt doch einmal hier. Dann könnt ihr euch nochmal ein bisschen durch die Playlist durchklicken, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.